Ja, die ersten großen Matches, die vergisst in der Regel keiner, vor allem in den großen Promotions und Ligen damals. Wie war das so bei dir? An was erinnerst du dich da noch im Speziellen? Ja, das ist immer eine interessante Erfahrung, ja. Ganz abgesehen jetzt vom allerersten Match, wo man sich meistens schön in den Stiefel kackt. Aber wie gesagt, ich war da ja 3 Jahre in einer kleineren Liga und habe da meine ersten Schnupperstunden gehabt, war aber eine relativ nette Geschichte. Also halt immer nur im Sommer gecatcht worden. Und bis ich mir mal da halt zusammengerissen habe und beim Otto im Büro auf Tricks bin und gefragt habe, wie schaut das aus? Ich würde gern in die CWA kommen. Und der Otto, ja, das laden gern viel. Der hat mir gleich mal schön overputzt und mach einmal und tu einmal. Habe ich mich halt wirklich bewerben müssen, so mit Lebenslauf und Bilder. Und dann hat er gesagt, die Bilder sind scheiße. Da habe ich professionelle Bilder machen müssen, die sind 13 mal 18 bei einem Fotografen gemacht. Und ich habe mich halt riesig gefreut, wie er mich angerufen hat, du bist dabei. Das war für mich Erfüllung eines Traumes, das war unglaublich damals. Und hat dann angefangen, glaube ich, Juni, 19. Juni 1993, Garmisch-Partenkirchen, ja, weil die großen Turniere waren halt immer, das hat dann angefangen, meistens vor Linz, ja, Graz-Linz und dann ist es nach Deutschland gegangen. Aber da war Garmisch-Partenkirchen, war auf jeden Fall vor Graz. Und ja, für mich, ich meine 7 Zwetschgen zusammenpackt, mein Auto und habe mir gedacht, ich muss nie wieder in mein altes Leben zurück. Ich bin jetzt Wrestler, ich bin jetzt Profi. Ich habe keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Und fahre auf wie nach Garmisch-Partenkirchen und ja, Hotel untergebracht und dann mal ein paar die anderen Leute getroffen, ein paar waren netter, ein paar waren weniger netter. Und natürlich habe ich mich am allermeisten wieder vom Finlay angeschissen, weil Fit Finlay, das war der Name und der ist leider gerade wieder von der WCW zurückgekommen. Leider halt, weil ich habe gesehen, wie der da aufgeräumt hat da drüben und ja, das war halt die große Gefahr. Den brauche ich nicht unbedingt, weil der zieht mir da sicher lang im Ring. Und ist natürlich auch nicht recht viel anders gekommen. Das ganz, ganz Komische, weil du gesagt, du hast morgen ein Training am Nachmittag, ein offizielles, mit dem Finlay im Ring und ich gehe leck mich doch am Arsch. Muss nicht unbedingt sein, aber das war der, weil offiziell Training ist es ja nicht gegeben. Aber ich war halt der neue Ringer, ich war der neue Junge. Und da ist man halt nur getestet worden, ja. Und das ist ja dann natürlich genauso ausgegangen da. Bei den 5 Minuten Training, der hat da den Ring aufgewischt mit mir vom Allerfeinsten. Also Offensive, nada, zero, nothing. Und ja, so habe ich gesagt, so habe ich das jetzt auch hinter mir. Weil das hat mir dann der Chrisli nachher erzählt. Ja, welcome, how was it to be tested by Finlay? Ja, habe ich schon gewusst, dass das so ist. Und das war halt das inoffiziell erste Match. Da hast du einmal nichts zum Tor gehabt. Gell? Aber das war halt nicht vor Publikum. Das Vorpublikum, das erste Match war dann halt zwar, da haben wir, glaube ich, ein Battle Royale gehabt. Wir waren dann nur 3 Tage, weil die komplette Tour ist abgekackt wurde. Da waren keine Zuschauer. Das war in einem riesigen Stadion. Garmisch-Partenkirchen ist ein Wintersportort. Und da waren wir in einem riesigen Stadion, wo, glaube ich, 7.000, 8.000 Leute eingegangen und dann waren da 300 Figuren da. Gar nicht einmal so super. Aber dann nach dem Battle Royale, wo ich auch nicht lang drin war, sage ich, na super, weil Minuten haben sie mich gleich rausgeschmissen. Habe ich den ersten Kampf gegen Road Dogg Jesse James gehabt und das war sehr, sehr, eigentlich eine nette Erinnerung, weil das war ein ziemlich guter Kampf, weil die Amerikaner waren eigentlich ganz cool, ja, was ich dort halt sehr gelernt habe, was wir dir erklärt haben in der CWA, da hat es sehr viele Gruppenbildungen gegeben. Ja, die Amis bleiben zusammen, die Engländer, die Japaner sind meistens neutral, die Europäer bleiben, die Deutschsprachigen halt zusammen. Das war eine ganz komische Erfahrung für mich. Und ja, mit den Amis habe ich aber super arbeiten können, teilweise. Hat es natürlich auch Arschlöcher gegeben, die was die da platt gemacht haben. Mastin und Konsorten, will keine Namen nennen, aber habe ich das jetzt gesagt? Ich glaube schon. Aber mein Road Dogg Jesse James, ja, war mein erstes Einzelmatch, war eigentlich super cool. Und ja, das war so war das halt eine nette Erfahrung. Aber auf der anderen Seite, ja, dann mit den anderen, da hast du dann halt dann schon dein Lehrgeld bezahlt. Vor allem bei den langen Turnieren, wenn wir da immer waren, einige Wochen an gleichen Orten. Da in Wien 6 Wochen, glaube Bremen 8 bis, na, Hannover 6 bis 9 Wochen. Bremen waren dann, glaube ich, nur mit 2, 3 Wochen. Graz waren wir vorher. Und du hast halt sehr, sehr viele verschiedene Gegner gehabt. Den Vorteil, du hast halt jeden Tag gekämpft. Bis teilweise, ich glaube, warte mal, ich glaube, am Heumarkt war Montag immer frei. Bei den anderen hast du halt jeden Tag gekämpft. Super tolle Erfahrungen, kann sich kein Mensch halt vorstellen. Aber natürlich, das Publikum hat sich dann auch, wenn es jeden Tag catchen ist, irgendwann gehst du dann nicht mehr hin. Da hat sich das Ganze totgelaufen, vor allem durch die Riesenkonkurrenz.
vom Fernsehen. WWE, WCW war ja alles im Fernsehen. Ich glaube, da war 6 Männer Wochen Catchen. Da sind halt die Leute dann halt nicht mehr zu den Live-Shows kommen, vor allem wenn es dann die Stars auch nicht mehr braucht hast. Darf Ja, ich dir schnell was fragen? freilich. Wie lang bist du da in der Regel getestet worden von den alten Hasen? Also ging das dann wirklich auch über eine ganze Getestet Tour? gar nicht, dass man ein Jahr bist halt als Frischling ja, Hergenommen worden. härter rangenommen worden. Ja, genau. Und das ist ja dann immer gut, wenn die eine Saison vorbei war, ist wieder ein Jahr kommen im nächsten Jahr. Da warst du Also praktisch ich, durch. 96, ja, na, 96 war halt wieder Neiche. 97 ist dann der Kasten nach mir gekommen, dann war das der Neiche. Dann haben sie auf den, dann haben sie auf den, dann haben sie immer so draufgehauen wie Frischfleisch. Schon Das heftig. war halt, ja, das war halt eine sehr harte Zeit. Du hast ja damals deine Lorbeeren verdienen müssen. Also geschenkt ist da nichts geworden in dem Sport. Also das ist halt, geht das da viel zu schnell. Da hat ja jeder klappt da gleich, also der Superweltmeister. Aber früher, da hast du wirklich sehr hart um den Platz erkämpfen müssen, um den Respekt arbeiten. Da hast du nicht viel gekriegt. Vor allem, wenn du nichts kennen hast. Weil da, früher ist ja nichts geredet worden vor dem Match. Da ist einmal eine, entweder kannst du arbeiten oder kannst du nicht arbeiten. Das ist ja nicht so wie. Es war mehr so, ich vergleiche das immer so wie es war ein Kunstwerk, was im Ring entstanden ist, ein Bild, und heute wollen wir nur mehr malen nach Zahlen. Und malen nach Zahlen ist halt nicht so spannend. Ja. Aber von dem Ja. weg ist dann super gegangen im ersten Jahr schon erst Titelgewinn gehabt, Junior Champion und alles. Und dann bin ich von einem Japaner angesprochen worden, war auch super. Nach dem Eurocatch Festival 96. Und die haben da gesagt, wir brauchen einen, ja, ich war Junior Champion, aber Junior hat geheißen, für die Jungen quasi, so und 25, wie heißt denn das? Open Weight, bei New Japan gibt es, glaube ich, so einen Titel. Was weiß ich, Junior und nicht Junior Heavyweight. Und die haben das Junior, immer ja. da, weil die haben halt dafür die Junior Heavyweights haben's da leicht gesucht. Aber ich habe halt da schon ein bisschen halt, für damals war es wenig, so um die 103 Kilo gehabt. Jetzt ist es viel, jetzt hat er das keiner mehr. Und dann haben sie wieder für den Junior UWA Middleweight Title haben sie wieder geholt. In Japan, und zwar war der Gegner, das war der Champion Shuichi Funaki, also Funaki, dieser Ansager, der ist jetzt nur bei der WWE, das ist der japanische Ansager. Da war ich im Frühjahr, ich glaube Mai oder was, war ich da in Japan vor der zweiten Saison und habe da um diesen Titel dort gekämpft. Also es war auch wieder ganz eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil es halt ganz anders war, das war so eine Shoot-Liga unter Anführungszeichen. Da war halt Pancrase total im Ansagen, was hast du dagegen, Pancrase? UWF, diese ganzen Shoot-Ligen, und da hat man so ein bisschen diesen Shoot-Style kämpfen müssen. Und ja, bin da halt hingegangen, super, Titelmatch, super, Japan, Klassspitze, irgendwo da, wo war bei Niigata, es war so eine kleinere Halle, das irgendwo da, ja, und die da einnehmen. Hackeln habe ich ja kennen, vorher war Catch-as-Catch-can angesagt, da bist du reingegangen und hast einfach gemacht. Und die tut und macht, und du kriegst halt keine Reaktionen. Ich denke mir, was ist denn da falsch? Was reden bei denen falsch? Nein, dann mache ich mal einen Dropkick oder so, irgendwas mit Bomben, ein paar Würfe. Die Griffe taugen ja nicht. Na gut, verkaufen sie auch nicht. Die haben halt nichts verkauft, die Japaner. Sind alle blöd durchgesessen und blöd reingeschaut. Und man denkt, das ist ja nicht normal. Und dann ist halt das passiert, was ich halt auch nicht gecheckt habe. Na, da geht es mir jetzt um Aufgaben. Ja, dann haben wir einen Aufgabengriff angesetzt. Auf einmal, dann sind die voll abgegangen, die Wappler. Und sobald aber einer ins Seil gegriffen wurde, und dann hat es Applaus gegeben. Und in Europa lernst du das halt anders, weil wenn es jetzt greift, das ist die letzte Möglichkeit, ins Seil greifen der Feiglinge. Du musst immer schauen, dass du den Griff umdrehst oder aussehst oder irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, da rennt es ein bisschen anders. Und dann habe ich halt nur mehr, haben wir gemacht, Aufgabegriffe, einer nach dem anderen, alles, was mir eingefallen ist. Und immer, voll lustig gewesen. Also eine ganz andere Welt, ist wieder ganz anders gelaufen, als wie das irgendwo halt anders ist. Das sind diese Erfahrungen, die du auf die verschiedenen Märkte machst, ja. Wie gesagt, wenn du in England bist, da stehen sie halt sehr auf diesen World of Sports-Style-Griffe, Countergriffe. Ja, da in Japan sind sie halt voll auf die Submissions abgefallen. Wandern wollen sie halt nur Bumpen sehen, dass die Leute umeinander fliegen. Irgendwo wollen sie halt nur sehen, dass sie die Leute in die Goschen haben. Du siehst halt, du musst dich halt sehr anpassen. Und das war halt Japan die erste Erfahrung, die war halt auch wieder ganz anders. Und ja, die nächste Geschichte dann, ein Jahr später Amerika. Ich wollte halt natürlich auch, wie jeder Wrestler, unbedingt nach Amerika, wenn es geht, irgendwie dann Vertrag abgreifen. Das war halt damals nicht so. Aber noch so mein ersten Kampf in England, das war gleich mal ein Schwergewicht. Also habe ich mit Rob Van Dam gekämpft, weiß ich noch. Der war da jetzt nicht so, aber der war da am Weg nach oben da in der ICW. Super Kampf mit Rob Van Dam gehabt in England. England war wieder eine tolle Erfahrung. Dann sind wir einfach nach Amerika geflogen, der Ulf Herrmann und ich, weil der hat gesagt, fliegen wir einfach mal um und schauen wir mal. Und ich, nur machen wir, überhaupt kein Problem. Ja, war alles nicht so einfach.
weil drüben braucht man Arbeitsbewilligung und da hat es eine State Athletic Commission gegeben, die Sachen getestet hat, ob du der bist, der was da im Ring steht. Also da hat man schon ein bisschen, ja, es ist ein bisschen anders gelaufen. Es war halt super interessant, Amerika. Also war dann auch das erste Match, das ist über den Sabu gelaufen. Sabu, der hat uns da das checkt und so. Und ja, mal schauen. Ich kann mich nur erinnern, dass alle Leute, die mit dem Ring trainiert haben vor die Shows, was ich eigentlich toll gefunden habe, aber ich war voll schüchtern beim ersten Mal, haben sie gleich gesagt, dann komm gleich, trainier mit uns. Und die, oh nein, schau nur mal. Ein bisschen schüchtern noch gewesen, aber dann haben wir die Leute trainiert immer und so. Und dann erster Kampf und ich so, ja, wie tun wir denn mit, was habe ich denn? Ja, du machst mit Bam Bam, oh Bam Bam Bigelow, nächste fette Kaliber. Also ich habe da immer eigentlich im Nachhinein super tolle Namen gehabt, mit denen ich die ersten Kämpfe gehabt habe. Und da war Absolut. schon, puh, was mache ich mit dem? Der ist ja schwach, der ist ja super beweglich und hin und her. Und dann kommt der zu mir und ich sage, ja, was machen wir denn? Und so, man, wir machen gar nicht so viel. Und ich hau dich in die Ecken, ich hau dir ein paar Minuten nieder und dann finish und dann war's das schon. Ich sage, ah, das ist ja gar nicht so super, gar nicht einmal so viel. Aber ja, wenn die das halt haben wollen, machen wir das so. War halt auch eine sehr interessante Erfahrung, weil im Ring eine mit Prim Bamborium und ich glaube sogar, bis heute war das das erste Mal, wo ich wirklich Heel war. Ich war dann einfach Heel, weil ich war immer Babyface und habe nicht gecheckt, so jetzt bin ich der Base, jetzt bin ich Amerika, ich bin Base, was mache ich denn da? Ja, schaue ich halt Base 3 und zeige ein paar Leute im Finger und dann buhen sie eh schon, die haben eh gleich buht. Amerika, das war das relativ easy gewesen. Und ja, und dann war Murz Ansprach, da mit Shane Douglas war da und die Francine und ja, und dann schnapp, au, los geht's, der haut mich in die Ecken und paniert mir ein paar und die spüre ich natürlich nicht, weil in Europa lernst, du musst gescheit hinhauen, vor allem im Körper. Aber die Schläge ins Gesicht, da muss man halt aufpassen. Und ja, das ist so typisch American Punches, wenn man denkt, ich verkaufe das einmal, spüren du ihn nicht. Aber wüssten auch nicht scheiße ausschauen lassen, hab das verkauft, Ding, tschack, bumm, Finish, 30 Sekunden war die Geschichte erledigt. Ja, war halt. Hätte gern mehr gemacht, aber das war halt so. Ansage ist Ansage, machen wir das. Das war natürlich im Nachhinein wahrscheinlich wie ein Art Test, wenn du in eine neue Liga kommst, mal schauen, ob einer einen großen Kopf hat oder nicht. Die Belohnung von dem Match war halt nachher, dass sie die Francine über mich gestellt hat mit einem kurzen Rockerl und mir schön ein bisschen die Arschbacken mit dem Stringtanger ins Gesicht gehalten hat. Das ist doch auch okay, oder? Ja, war voll okay, sie hat sich noch entschuldigt, Entschuldigung, hat sie dann gesagt, sie wollte nicht zu offensiv sein. Sie, ja, das habe ich gern genommen, überhaupt keine Frage. Aber es war wieder ganz eine ganz andere Erfahrung. Ja. Da muss 30 Sekunden, hat er Geld gegeben dafür, hat schon passt, ich habe die Kohle gekriegt und alles, aber damals war halt das nur so, ja, ich will schon gern sagen, was ich kann und so, habe ich dann nachher eh die Möglichkeit gekriegt. Aber heutzutage, wenn du sagst, 30 Sekunden Job, du kriegst die Kohle, da bin ich der Erste dabei, kann ich früher Bier saufen. Aber früher war das halt natürlich schon anders, ja, das war dann schon. Dann einmal nur so gegen Tess, habe ich auch so ein Arts-Squash-Match gehabt. Lauter gute Namen, ja. Zwei Squash-Matches da und dann, ja, dann habe ich eh mit einigen Leuten auch arbeiten dürfen. Aber war halt, ja, auch wieder total interessante Erfahrung und ja, im Großen und Ganzen war das Abenteuer Amerika auf der einen Seite total cool, aber du brauchst dir viel mehr Geld braucht, als was ich verdient habe, ja. Ich war da ein halbes Jahr drüben und ja, bin schön. Mit ein bisschen, ich sag nicht einen Haufen Schulden, aber da einiges mit Minus haben kann, wo man denkt, na, da bleibe ich lieber in Europa, weil ich bin halt auch nicht so oft eingesetzt worden. Die haben einen Mordstrom geilen Kader gehabt mit 30 super Leute. Und ja, der Ulf hat nun öfter Chance gekriegt, weil der war halt richtig groß und schwach. Aber bei mir dann ist das nur zwecks der Gaudi, da würde ich schon sagen müssen. Ich bin ja immer hin und her geflogen, vielleicht war das auch nicht so gut, habe andere Bookings wahrgenommen. Und der war zwar netter Paul Heyman, aber irgendwann hast du keinen Platz mehr, was weißt du, das. Und dann, irgendwann muss ja Kohle einer kommen. Und dann bin ich halt wieder zum Otto Retour, das weiß ich auch. Das war dann auch wieder. Da waren sie auch nicht so happy, wie ich wiedergekommen bin, weil die haben alle schön gekotzt, weil ich nach Amerika gegangen bin. Aber dann habe ich mich da wieder eingearbeitet. Und es war halt sehr interessant, wie gesagt, diese ganzen Geschichten, die verschiedenen Kontinente, Europa, Asien, Amerika. Wie gesagt, die coolsten und die respektvollsten sind immer die Japaner, das habe ich schon vorher gehört. Die wissen genau, wie, was, wann, wo, die behandeln die wirklich toll. Und die wissen im Ring, wie, wann sie was zu geben haben, wann sie was zu nehmen haben. Wie gesagt, wir reden jetzt in der Zeit von dieser non-kommunikativen Zeit. Das war alles nur in den 90er, da wurde sie nicht von vorn bis hinten alles ausgemacht. Das ist ja heutzutage so Standard. Zwei Fragen habe ich. Die erste Frage ist, hast du von Heyman auch immer deine Kohle schön bekommen? Und die zweite Frage, gab es irgendwann ein Vertragsangebot irgendwie von irgendjemand in Amerika für dich? Na, die Kohle ist dann immer über den Sabu gekommen. Ja, das war dann auch mit Scheck, da musste der wieder auf die Bank gehen. Das ist drüben, kein Mensch kennt Schecks.
Aber das ist dann auch schon mal anfangen, was der da ist, dann, mal, dann hat er mal irgendwas ein bisschen was gefällt beim Check, und man denkt, fällt da nicht was fuhren? Ach so, ja. Und ja, also das hat dann schon passt, aber sonst, na, irgendwie, du hast halt überhaupt keine Chance. Wie gesagt, du brauchst ja gar nicht nach Amerika gehen, wenn du keine Aufenthaltserlaubnis hast oder Arbeit vorweisen kannst dort. Ich habe das. Bei uns war das ja alles nicht so streng gesehen, ja. Das ist aber wie ein Beruf und du musst halt dann drüben wirklich alles machen, weiß ich nicht, wie du da. Du musst halt drüben sein Einwohner, dass du überhaupt ein Konto kriegst und dass du deine Steuern zahlen kannst und was weiß ich. Sehr, sehr aufwendig. Über das habe ich mir früher so nicht so Gedanken gemacht, weil in Europa hast du halt jeden Tag deine Kohle kriegt, jeden zweiten Tag beim Otto. Und das war halt schon eine interessante Erfahrung. Aber hat sich leider nicht ergeben. Amerika habe ich gesehen, möchte ich nicht missen, war super tolle Erfahrung. Wie gesagt, bin halt mit einem Minus heimgekommen, aber war immer in der EZW und habe da meine 6, 7 Kämpfe gehabt und habe die ganzen super tolle Leute kennengelernt, privater und Spitze. Leider ist, glaube ich, ein Drittel von denen alle gestorben schon bis heute. Aber naja, gut, es ist so ein bisschen der Lifestyle gewesen, was die dort gehabt haben. Letzte Frage, ECW Crowd, wie war die? Wie erinnerst du dich daran? Na, das war schon top. Also, das muss ich schon sagen. Ja. Wie gesagt, nachdem sie in Japan alle ein bisschen fad waren und Europa gerade dann, das war die Zeit, wo da halt die Indies angefangen haben. Ja, das ist dann eng gegangen, aber Amerika, also die gingen schon ab. Also, das war eine von den, diese Philly Hall, diese Halle da in Philadelphia, da muss man einmal gearbeitet haben. Ich glaube, die haben es jetzt abgerissen. Also, es ist einer von, ich glaube, so 5 Plätze, wo du einmal gewesen sein musst, und da ist es schon abgegangen. Ich habe da einmal ein Match gehabt, der Six-Man-Tag-Fu, die Leute sind abgegangen. Es ist schon ein geiles Gefühl, da schwebt man schon in anderen Sphären. Das ist da halt, ja, wie gesagt, wenn du da beim Otto unter der Woche vor 300 Leuten am Heimmarkt gekämpft hast und du hast dann jeden in der ersten Reihe beim Namen nennen können, das war jetzt nicht so prächtig, ja. Aber da drüben, wenn da, weiß nicht, was in die Halle reingegangen ist, 1500 Leute, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die sind ja halt komplett ausgeflippt. Also war ja super tolle Erfahrung, ja, super cool. Und ich habe mal Backstage gesehen, was auch super ist: Fans bring the weapons, haben es ausmustern müssen vorher, weil sonst, ich weiß auch nicht, was da mit dabei war. Ne? Gerade, dass nicht eine Kreissäge mit hingelegt hat. Die haben da Sachen gemacht, haben es wirklich aussortiert, was ist nur halb gefährlich oder mittelgefährlich und was ist nicht lebensgefährlich. Also, die waren schon schwerstens übermotiviert, aber sehr interessant da zum Sehen.